Assalamu alaikum warahmatullah, sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, Friede sei mit Ihnen und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von MTR Journal. Heute haben wir unter anderem folgende Themen für Sie vorbereitet. Vergebung oder Strafe, die Freitagsansprache seiner Heiligkeit des fünften Kalifen, möge Allah sein Helfer sein. Gemeinsam ins neue Jahr, die Ahmadiyya Muslim Jamaat lädt zu Neujahrsempfängen ein. Hassbotschaft in Wetter, Schmierereien auf dem Gebetszentrum. Ja, sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, traditionell beginnen wir aber auch heute wieder mit der Freitagsansprache seiner Heiligkeit des fünften Kalifen, möge Allah sein Helfer sein. In seiner Freitagsansprache vom 22.01. sprach seine Heiligkeit Hazrat Mirza Masroor Ahmad, möge Allah sein Helfer sein, über die Essenz des Vergebens. Im Islam steht der Aspekt der Reformation der Person im Vordergrund. Hazrat zitierte aus dem Heiligen Koran: Die Vergeltung für eine Schädigung soll eine Schädigung im gleichen Ausmaß sein. Wer aber vergibt und Besserung bewirkt, dessen Lohn ist sicher bei Allah. Wahrlich, er liebt die Ungerechten nicht. Hazrat sagte, dass man von Fall zu Fall unabhängig prüfen sollte. Wenn in der Vergebung die Reform der Person liegt, dann sollte man diesen Weg einschlagen. Falls jedoch eine Bestrafung zur Reform der Person nötig ist, dann sollte diese angewendet werden. Das beste Beispiel zu diesem Gegenstand sehen wir bei dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn er sah, dass eine Person bereits sein Vergehen gebüßt und sich reformiert hatte, so hat der heilige Prophet, Friede und Segnung Allahs sein, auf ihm der Person vergeben. Seine Heiligkeit erwähnte mehrere Fälle, bei denen dies so geschah und der heilige Prophet, Friede und Segen Allahs sein auf ihm, gar dem schlimmsten Feind und Mörder vergab. Der verheißene Messias, Friede sei auf ihm, hat im Lichte des eingangs erwähnten Koranverses verdeutlicht, dass der Islam vorschreibt, abzuwägen, was für die Gesellschaft und für das einzelne Individuum zutrifft, Strafe oder Vergebung. Der verheißene Messias, Lestat Islam, sagte weiter, dass die Tora die Vergeltung hervorhebt und in den Evangelien der Aspekt der Verzeihung stärker betont wird. Beide Lehren sind in ihren örtlichen und zeitlichen Kontext zu verstehen. Der Islam wiederum hat uns einen reinen Weg aufgezeigt, welcher weder zu dem einen Extrem noch zu dem anderen Extrem hinneigt und der menschlichen Natur entspricht. Wenn im Heiligen Koran erwähnt wird, dass Schädigung in gleichem Ausmaß vergolten werden soll, so muss jede Entscheidung in dem festgesetzten Rahmen ausgeführt werden. Seine Heiligkeit, möge Allah sein Helfer sein, sagte, dass Amtsinhaber, die für die Schlichtung und so weiter zuständig sind, sich dies stets vor Augen halten sollten. Sie sollten gründlich den Fall untersuchen und mit Gebeten begleitet ihre Entscheidung treffen und Empfehlungen dem Kalifen der Zeit zukommen lassen. Im Anschluss erwähnte seine Heiligkeit den Märtyrertod von Herrn Bilal Mahmud, der am 11. Januar von zwei Tätern aufgrund seiner Zugehörigkeit zu Ahmadiyya Muslim Jamaat ermordet wurde. Herr Bilal Mahmud Saib hat erst vor kurzem geheiratet und war ein Waqf-e-Nau. Das heißt, er hatte sein Leben dem Diensten des Glaubens gewidmet. Nach weiteren Eigenschaften, die Hazrat, möge Allah sein Helfer sein, erwähnte, wurde nach dem Jumma-Gebet sein Totengebet von Hazrat geleitet. Ja, das ist natürlich eine weitere traurige Nachricht gewesen, die wir jetzt am Ende erwähnt haben, die seine Heiligkeit besprochen hatte. Ein weiterer Märtyrertod, und wir haben ein paar quasi Informationen für Sie vorbereitet. Es hat sich nämlich folgendermaßen zugetragen. Bilal Mahmud Sahib wurde am 11. Januar von zwei unbekannten Attentätern ermordet. Er ist ein weiteres Opfer der Verfolgung gegen Ahmadi-Muslime in Pakistan. Immer wieder werden Ahmadi-Muslime verfolgt oder benachteiligt, ihr Eigentum wird beschädigt oder, wie bei Bilal Mahmud Sahib, kommt es auch zu körperlichen Übergriffen bis hin zum Mord. Ja, jetzt kommen wir zu etwas, ja, man muss sagen, wirklich deutlich erfreulicherem. Das neue Jahr hat ja begonnen, Sie wissen es ja alle. Und das ist immer wieder Anlass für die Ahmadiyya Muslim Jamaat, gemeinsam mit Freunden und Nachbarn Neujahrsempfänge zu feiern, auf das vergangene Jahr zurückzublicken, aber auch Kontakte für das neue Jahr zu knüpfen. So auch in Wittlich. Im rheinland-pfälzischen Wittlich, nicht weit weg von Luxemburg, fand am 20. Januar 2016 ein Neujahrsempfang statt. Geladen hatte die Ahmadiyya Muslim Jamaat Wittlich. Gefolgt sind Dutzende Menschen. Begonnen wurde die Veranstaltung mit der Rezitation aus dem Heiligen Koran, mit anschließender deutscher Übersetzung. Wie üblich wird auf solchen Empfang ein Resümee zum vergangenen Jahr gezogen. Dies geschah in Form eines Videobeitrags, welches die Aktivitäten der Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland 2015 schilderte. Unter den Gästen neben den Bürger und Bürgerinnen der Stadt Wittlich auch Vertreter aus politischen Geschehen, aber auch Landtagsabgeordnete verschiedener Fraktionen vor Ort. In ihren Grußworten stellten sie die Zusammenarbeit zwischen zur Ahmadiyya Muslim Jamaat dar und gingen auf die aktuellen Herausforderungen, zum Beispiel in den Flüchtlingssituationen ein. Ich habe dieses Miteinander ganz konkret erlebt. Also das war ganz
toll, also das kann man kaum beschreiben. Das Jahr 2015 hat also für die Flüchtlinge eine neue Chance gebracht. Und es hat auch, jetzt bitte verstehen Sie mich nicht falsch mit dem Wort Durchschnittsdeutscher, aber es hat gezeigt, dass wir in der Lage sind, an Helfern zu mobilisieren. Denn in wenigen Wochen haben wir in Deutschland sehr, sehr viele Helfer zustande gebracht. Die Gäste waren froh, an diesem Empfang teilgenommen zu haben und sahen dies als Bereicherung an. Es war eine sehr schöne Veranstaltung. Ich habe mich sehr gefreut und ich fand auch toll, dass so viele Bürger aus Wittlich da waren, also und Umgebung. Und es war rundum eine schöne Veranstaltung. Ich fand schön, dass Sie mit dem Gebet angefangen haben und nochmal den Rückblick auf das vergangene Jahr. Wir haben das zwar tagtäglich im Kopf, aber wenn man das zusammenfasst, dann war das nochmal schön, alles zu sehen und zu reflektieren. Dass wir eine gute Gemeinschaft sind hier in der Stadt, dass wir ja gegenseitig uns respektieren, dass wir gegenseitige Achtung haben. Und das ist letztlich das, was uns ja auszeichnet, dass wir ja menschlich miteinander umgehen und dass wir Menschen sind, die ja hier in einer Gemeinschaft gemeinsam leben wollen und gemeinsam Zukunft gestalten wollen. Und das nehme ich mit und das ist eine gute Perspektive. So ging ein interessanter Abend in Schönwittlich zu Ende. Ja, sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, wie wir auch eingangs erwähnt haben, haben wir natürlich viele Neujahrsempfänge für Sie vorbereitet. Wittlich war natürlich nicht die einzige Stadt, wo die Ahmadiyya Muslim Jamaat zum Neujahrsempfang eingeladen hat. Eine weitere Stadt, wo ein Neujahrsempfang veranstaltet wurde und wo Gäste eingeladen waren, und sich sozusagen mit der Jamaat auf das neue Jahr einzustimmen und das vergangene Jahr sich noch einmal gemeinsam Revue passieren zu lassen, war die Universitätsstadt Marburg. Es hat die Ahmadiyya Muslim Jamaat in Marburg am Freitag, den 22. Januar, einen Neujahrsempfang veranstaltet. Erschienen sind 140 Gäste, als Ehrengast war der Oberbürgermeister Herr Dr. Thomas Spieß eingeladen. Unter anderem waren zu Gast die Landtagsabgeordnete Frau Handan Özgüven und Frau Kirsten Fründ, die Landrätin des Landkreises Marburg-Biedenkopf. Abschließend richtete der Bundesvorsitzende der Ahmadiyya Muslim Jamaat, Herr Abdullah Uwe Wageshauser, einige Worte an die Anwesenden. Es nahmen Vertreter aus allen Bereichen der Gesellschaft an der Veranstaltung teil. Zahlreiche Schulleiter, Lehrer, lokale Wirtschaftstreibende, Vertreter der lokalen Polizei, DRK sowie Freunde und Nachbarn der lokalen Gemeinde. Mit Speis und Trank hat man die Veranstaltung ausklingen lassen. Mein Name ist Thomas Spieß, ich bin der Oberbürgermeister der Universitätsstadt Marburg, in der wir uns sehr über eine große Ahmadiyya-Gemeinde freuen. Die Form der Begegnung ist hilfreich und sorgt für Offenheit. Ich glaube, man muss, deshalb sind Treffen, in denen Menschen zusammenkommen und sich gegenseitig kennenlernen, immer hilfreich. Ich glaube, gerade in einer Zeit, in der Rassismus und Ablehnung sich stärker verbreiten, muss man Farbe bekennen, muss man erst recht solche Veranstaltungen machen, erst recht hingehen, weil den Verhetzern kein Millimeter Raum gegeben werden darf. Für uns ist Menschlichkeit ja unser oberster, unsere 7 Grundsätze. Es passt alles wunderbar zusammen. Es war ein sehr harmonischer Abend, sehr überzeugende Darstellung ihrer Leistungen, sehr gutes Essen, sehr interessante Rezitationen aus dem Koran und auch hinterher das Gedicht. Hat mir alles sehr gut gefallen. Es ist sehr wichtig, dass wir alle die Friedliebenden sind, ganz gleich, wo wir herkommen, ob wir aus Deutschland kommen, aus Pakistan, aus Indien, aus Afrika, Hessen, Rheinland, egal woher, wir müssen alle zusammenstehen gegen die Bösen dieser Welt. Gegen die Terroristen, die im Namen unseres einigen Gottes, denn wir haben ja eh alle denselben, die in diesem Namen Terror verbreiten und unschuldige Menschen einfach abschlachten. Ja, sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie haben es ja gerade an den Bildern gesehen. Der Neujahrsempfang in Marburg war einer der etwas größeren. Da waren ja einige Gäste da, die haben sich diese ganzen Informationen quasi angeguckt. Die haben das ja Revue passieren lassen mit der örtlichen Jamaat. Und das war ja, wie gesagt, ein gefüllter Raum. Und um ein bisschen mehr zu dieser Veranstaltung zu erfahren, haben wir jetzt Mubarak Sabir Saab in der Leitung. Er war einer der Organisatoren des Neujahrsempfanges in Marburg. Sabir Saab, können Sie mich hören? Assalamu alaikum. Ja, danke. Ich kann Sie
Sanikum, können Sie mich hören, Sabisab? Ja, ich höre Sie. Ja, das war ja eine Veranstaltung, die etwas größer war. Das haben wir gerade in den Bildern gesehen. Gibt es denn einen besonderen Eindruck, den Sie da erwähnen können? Ein besonderes, weiß nicht, besonderes Gespräch, ein besonderes Feedback, das Sie da gewonnen haben? Ja, wir hatten eigentlich zahlreiche Gespräche mit verschiedenen Vertretern, wie es auch schon bereits im Bericht erwähnt wurde. Das, was wir auf jeden Fall erwähnen wollen und sehr interessant ist, dass wir sehr viele Kontakte geknüpft haben aus verschiedenen Bereichen. Also wir wurden von sehr, sehr vielen Vertretern angesprochen, Veranstaltungen mit ihnen über Islam und über das Thema Frieden zu veranstalten. Und genau, das ist halt soweit das Wichtigste und das Aktuellste gewesen. Außerdem wurde, wie gesagt, auch von den Vertretern die Veranstaltung als sehr harmonisch empfunden. Ja, Jazakallah vielmals. Vielen Dank für diesen kurzen Eindruck, den Sie uns geben konnten. Natürlich auch für alle weiteren Veranstaltungen wünschen wir Ihnen alles Gute. Danke, Sabisab. Ja, wie gesagt, es gab eine große Zahl an Neujahrsempfängen und so machen wir auch weiter mit einem Neujahrsempfang in Reinheim. Auch dort hat die Ahmadiyya Muslim Jamaat Nachbarn und Freunde zum Neujahrsempfang geladen. Süden Hessens im idyllischen Reinheim fand am 20. Januar der Neujahrsempfang der Ahmadiyya Muslim Jamaat statt. Die Gäste wurden im Kulturzentrum Hofgut von den Mitgliedern der Ahmadiyya Muslim Jamaat in Reinheim herzlich empfangen. Nach der Rezitation des Heiligen Korans und einer kurzen Begrüßung durch Herrn Rafik Rehan wandte sich Herr Michael Wendt, der Fraktionsvorsitzende der CDU Reinheim, mit einigen Worten an die Gäste des Neujahrsempfangs. Liebe für alle, Hass für keinen. Aus der Kultur und dem Glauben des Islams und das Motto der Ahmadiyya Muslim Jamaat ist das, was das christlich geprägte Menschenbild mit Liebe deinen Nächsten wie dich selbst ausdrückt. Zwei Formulierungen, so der Fraktionsvorsitzende Herr Michael Wendt, des gleichen tiefen Humanismus. Herr Imam Atel Suhail sprach abschließend über die Rolle der Religion als Basis für ein friedliches Zusammenleben auf lokaler und universaler Ebene. Es waren 33 Gäste gekommen, die bei pakistanisch-kulinarischen Spezialitäten und interessanten Gesprächen langsam den Abend ausklingen lassen haben. Ja, auch da haben wir gesehen, einige Gäste waren dort zugegen. Sie haben sich angeregt unterhalten, haben das Jahr nochmal Revue passieren lassen, haben sich angesehen, was die Ahmadiyya Muslim Jamaat im vergangenen Jahr geleistet hat. Eine der Dinge, die bei diesen Neujahrsempfängen ja gezeigt werden, ist in Videoform ein vorbereiteter Jahresrückblick. Dort wird das gesamte Jahr für die Ahmadiyya Muslim Jamaat in Deutschland, aber auch international zusammengefasst. Natürlich mit den Highlights, die auch seine Heiligkeit, der fünfte Khalif, möge Allah sein Helfer sein, gemacht hat. Die Orte, die seine Heiligkeit besucht hat, die Dinge, die seine Heiligkeit gesagt hat auch, und denn seine Heiligkeit ist ja durch Gottes Gnade unser wirklich Licht in der heutigen Zeit, der die wahren Lehren des Islams präsentiert und der immer wieder zeigen kann, was aktuell die Lehren des Islams sind. Und es ist dann eben so, dass der fünfte Khalif, möge Allah sein Helfer sein, auch zu den unterschiedlichsten Veranstaltungen auch die unterschiedlichsten Dinge gesagt hat. Zum Beispiel auch zu den schrecklichen Terroranschlägen des letzten Jahres. Auch da hat sich seine Heiligkeit geäußert. Und das ist natürlich die reinste und die schönste Form, wie man den Islam repräsentieren kann. Mit den Worten seiner Heiligkeit, dass er eben sagen kann, das sind die wahren Lehren des Islams. Denn da spricht das Oberhaupt einer wirklich sehr großen internationalen Gemeinde. Das hat natürlich auch einen großen Einfluss. Wo auch Neujahrsempfang stattgefunden hat, war in Hamburg, in der Hansestadt. Und mit uns ist jetzt am Telefon der Fazl Ahmad Saab. Er ist der Verantwortliche für Öffentlichkeitsarbeit. Und er hat nicht nur den Neujahrsempfang dort quasi mit begleitet, sondern auch ein Pressefrühstück. Denn Medien sind ja auch ein sozusagen sehr spannendes Thema, ein sehr interessanter Mitspieler in dieser ganzen Geschichte. Denn es ist sehr, sehr wichtig, wie die Medien denn den Islam wahrnehmen. Fazl Ahmad Saab, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Können Sie mich hören, Fazl Ahmad Saab? Ja, ich kann Sie sehr gut hören. Ja, erst einmal, wie ich es gerade schon gesagt habe, Sie haben ja zu einem Pressefrühstück eingeladen. Da waren ja viele Vertreter der Presse da. Wie kam denn der Kontakt zustande? Wir sehen ja auch gerade parallel die Bilder. Also zum Pressefrühstück hatten wir erstmalig geladen im Jahre 2015 und das war eine sehr gute Erfahrung für uns. Der Kontakt kam dadurch zustande, dass wir allen Medienvertretern in Hamburg Einladungen verschickt haben und diese zu diesem Pressefrühstück eingeladen haben. Und es waren diesmal 15 Pressevertreter anwesend.
Können Sie denn sagen, was für Pressevertreter das waren? Waren das hauptsächlich Menschen oder waren das auch Journalisten von Fernsehmedien? Können Sie da ein bisschen was aufzählen? Wir hatten sowohl Printmedien zu Gast, dazu gehörten unter anderem die Hamburger Morgenpost, Abendblatt, Spiegel, Stern, Wochenblätter. Zudem hatten wir als Fernsehsender hatten wir den RTL zu Gast und vom Radio war Radio FFN dabei. Also doch einige sehr hochkarätige Medienvertreter. Sie haben ja natürlich auch eine gute Lage in Hamburg, unter anderem der Spiegel, die sind ja dort ansässig. Was für Fragen wurden Ihnen denn da gestellt? Sind das sehr uninformierte Fragen gewesen oder waren das Fragen, die schon einen informierten Hintergrund hatten? Also ein Vorteil des Pressefrühstücks ist ja, dass das nicht an ein einziges Thema gebunden ist, sondern viele verschiedene Themen angesprochen werden. Und so waren auch die Fragen vielfältig vom Rolle der Frau über, was die Ahmadiyya-Muslim-Jamaat in diesem Jahr vorhat, was wir im letzten Jahr gemacht haben. Also die Fragen waren vielfältig. Ja. Haben Sie denn schon direkt irgendwelches Feedback oder konnten Sie denn schon Auswirkungen sehen dieser Informationsveranstaltung? Ist es ja im Grunde gewesen für Journalistinnen und Journalisten. Haben Sie denn da schon direktes Feedback bekommen? Feedback haben wir in den persönlichen Gesprächen bekommen, dass es den Journalisten sehr viel Spaß gemacht hat. Eine Journalistin war dabei, die gesagt hat, dass sie letztes Jahr schon zu Gast war und das so interessant fand, dass sie es auch dieses Jahr mitmachen wollte. Die Hamburger Morgenpost hat schon über einen unserer Imame, der in Deutschland ausgebildet wurde, bereits berichtet. Die Wochenblätter werden nächste Woche berichten und auch RTL wird noch einen Videobeitrag dazu bringen. Ja, eine weitere Veranstaltung, die Sie ja quasi ausgerichtet haben, die hatte ich ja eben auch schon erwähnt, das ist ja einer dieser Neujahrsempfänge gewesen. Das war ja eine kleinere Veranstaltung. Sie werden ja demnächst, in den nächsten Tagen, werden Sie ja die größere Neujahrsveranstaltung machen. Erwarten Sie denn da auch eine große Beteiligung der Medien? Hamburg wird ja in diesem Jahr 3 Neujahrsempfänge haben und zum einen, den einen Neujahrsempfang hatten wir schon in der Fazl-i-Omar-Moschee mit Herrn Nils Annen, er ist Bundestagsabgeordneter. Und dieser Neujahrsempfang richtete sich hauptsächlich an den Nachbarn der Fazl-i-Omar-Moschee. Der nächste Empfang ist, den Sie schon angesprochen haben, nächste Woche Dienstag und da haben auch schon diverse Pressevertreter zugesagt. Nicht aber alle als Pressevertreter in dem Sinne, dass sie darüber berichten möchten, sondern teilweise auch, um einfach an den Neujahrsempfang teilzunehmen. Ja gut, dann vielen Dank nach Hamburg und natürlich viel Erfolg auch für die weiteren Neujahrsempfänge und alle weiteren Veranstaltungen. Sakala. Sakala. Ja, sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben ja auch natürlich in dieser Sendung immer das Problem, dass wir eine Vielfalt an Themen haben, aber die möchten Ihnen natürlich diese ganzen Dinge, diese ganzen Veranstaltungen nicht vorenthalten. Deswegen haben wir das Ganze für Sie zusammengefasst, denn es wurden ja nicht nur Neujahrsempfänge ausgerichtet, sondern auch viele weitere Veranstaltungen. Da sehen Sie jetzt die Bilder dazu, unter anderem jetzt den Neujahrsempfang in Mörfelden-Walldorf. Auch da, wie man sieht, sehr viele Gäste, die da waren, aus den verschiedensten Hintergründen. Und das war eben eine Veranstaltung auch. Und es ist ja nicht nur die einzige Veranstaltung, es gibt verschiedenste Veranstaltungen, die teilweise von der Jamaat selber ausgerichtet werden, aber auch Veranstaltungen, an denen die Jamaat sich als Vertreter des Islams beteiligen. Ein wichtiger Punkt ist natürlich auch der Tag des Heiligen Propheten, Friede und Segen Allahs seien auf ihm. Wir haben gerade Bilder aus Frankfurt und Hannover gesehen. Das ist natürlich sehr wichtig, weil unsere Grundlage, der Glaube, der fußt ja auf den Lehren, die Allah uns im Heiligen Koran offenbart hat und aber auch auf dem Beispiel des Heiligen Propheten. Ja, und auch da sehen wir wieder eine Veranstaltung, Teilnahme am Friedensmahl. Das ist eben auch eine Veranstaltung gewesen, die nicht von der Ahmadiyya-Muslim-Jamaat per se veranstaltet wurde, aber dort wurde die Ahmadiyya-Muslim-Jamaat dann eben geladen als Vertreter des Islams. Ja, sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, es gibt leider aber auch immer wieder Menschen, zu denen die fröhliche, die freundliche und die friedliche Lehre des Islams nicht durchgedrungen ist. Gerade nach den Vorkommnissen an Silvester ist ja die Stimmung auch ein bisschen gekippt in Deutschland, was Menschen angeht, die geflüchtet sind nach Deutschland, aber auch den Islam im Allgemeinen. Und leider wird da viel zu oft alles in einen Topf geschmissen. Viel zu oft werden wir verallgemeinert mit Menschen, die sich eben nicht so benehmen, wie sie sich nach den Lehren des Islams eigentlich benehmen sollten. Und so ist es eben passiert, dass in Wetter, das haben wir eingangs im Teaser auch schon gezeigt, ein Anschlag, kann man fast schon sagen, verübt wurde auf die Moschee. Das Gebetszentrum wurde dort beschmiert und da wurde eine Hassbotschaft auf dieses Gebetszentrum gesprüht. Mit mir am Telefon ist jetzt Iqbal Ahmedzab aus Wetter. Iqbal Ahmedzab, können Sie mich hören? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Iqbal Ahmedzab, Naim Iqbal, mein Name. Ja, Assalamu alaikum, Naim Iqbalzab. Entschuldigung natürlich für diesen Fehler. Können Sie ein bisschen erzählen, was ist denn da genau passiert? Also wir haben in Wetterhessen direkt auf der Hauptstraße unser Gebetszentrum seit 1,5 Jahren.
Und Wedde ist eine kleine Gemeinde, kleine Stadt, sehr ruhig, sehr freundlich. Und Jemaat Wedde ist die uralte Jemaat hier, Landkreis Marburg-Biedenkopf. Mhm. Und wir haben, wie gesagt, die Gebetszentrum hier seit 1,5 Jahren. Und die vergangene Woche war ich an der Arbeit. Ich kriege einen Anruf, dass unsere Gebetszentrum ist große, sehr große Schaufenster und da hat jemand was geschrieben. Mhm. Ich habe jetzt gar nichts verstanden, habe ich den Herr genau gefragt, sagt er, steht Islamisten not welcome. Mhm, ja. Wir haben jetzt auch gerade die Bilder gesehen. Einfach sprachlos. Ja, das glaube ich Ihnen. Wir haben ja gerade die Bilder gesehen. Es ist ja wirklich keine kleine Schmiererei, sondern eine sehr große. Es ist ja aber auch so, dass die Menschen nicht nur mit dieser Ablehnung reagiert haben. Ich habe gehört, es haben auch Menschen sich angeboten, um ihnen zu helfen, diese Schmiererei zu beseitigen. Vielleicht können Sie dazu noch ein bisschen was erzählen. Richtig, auf unsere Jemaat, Wetter-Jemaat hat auch eine E-Mail-Adresse und eine Website. Und da haben die von Schule eine Lehrerin und einen Lehrer, der Fachlehrer ist im Religionsbereich. Die haben geschrieben, dass ihnen wirklich von Herzen leid tut und sie wollen gerne uns helfen, dabei die Glasscheibe wieder sauber zu machen. Also eine persönliche Botschaft. Aber der Rathaus hat schnell reagiert. Die haben bei der Polizei gemeldet und Bilder auch bei der Polizei geschickt. Und die haben gleiche Tag dann, quasi nach 2-3 Stunden später, haben die von Bauhof die Leute hingeschickt und die haben die ganze Scheibe geputzt. Und viele Leute auch von Stadt, die mich auch unsere, haben die Brüder angesprochen, haben die Mitleid gezeigt und ihre Mitgefühle gezeigt und haben uns gesagt, bitte, bitte nicht böse sein, nicht den Mut verlieren, das sind die vielleicht irgendeine dumme oder hinlose Menschen, die sowas gemacht haben. Mhm. Meisten Menschen sind hier freundlich und das wissen wir auch. Wir leben schon lange hier, dass die Veteraner kennen unsere Gemeinde, Jemaat, und sehr gut sogar kennen. Und die sind immer auf unsere Veranstaltung da, auch der Herr Bürgermeister. Wir haben letzten Tag den Tag der Religionsstifter gehabt. In den Stadthalle Wetter waren noch Leute, auch Herr Bürgermeister. Im kommenden Monat hatten wir auch jetzt ein neues Jahr Empfang, 17. Und der große Plakat hängt auch da drin. Mhm. Und also sehr positive, ja. Diese Schmiererei bei uns. Ja. Das heißt, selbst diese Schmiererei ist ja zu etwas Positivem geworden. Da zeigt sich ja natürlich auch wieder, wie wichtig es ist, dass man gute Informationsarbeit hat, dass man gut vernetzt ist. Dankeschön, NamesUp, dass Sie uns diese Einschätzung gegeben haben. Natürlich alles Gute nach Wetter, dass es inshallah in Zukunft natürlich nicht wieder zu so einer Schmiererei kommt und dass die Menschen im Gegenteil eher von der positiven, von der friedlichen Botschaft des Islams erreicht werden. Jazakallah, NamesUp. Ja, sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, das waren jetzt eine kurze Zusammenfassung natürlich der verschiedensten Veranstaltungen, die Ahmadi Muslim Jamaat in den vergangenen Tagen ausgerichtet hat, was es alles gab und die Veranstaltungen, die in Zukunft anstehen, was wir auch Ihnen natürlich in der nächsten Sendung von MTR Journal inshallah mit der Gnade Allahs dann präsentieren wollen. Das können Sie auf ahmadiyya.de, auf der Webseite, der offiziellen Webseite der Ahmadi Muslim Jamaat nachsehen. Dort können Sie dann sehen, was für Veranstaltungen in Zukunft anstehen, von wo aus wir inshallah dann berichten. Sie können sehen die verschiedensten Arten und Weisen der Veranstaltungen. Wie gesagt, es ist natürlich immer eine Aufgabe für uns, dass wir so viel wie möglich abdecken und Sie können da sich schon mal einstimmen. Vielleicht besuchen Sie auch die ein oder andere Veranstaltung und können sich dann ja sogar bei uns hier im der MTR Journal wiederentdecken. Sie können es gerade sehen, wir haben Ihnen es gerade gezeigt auf der Webseite, die verschiedensten Veranstaltungen, die Neujahrsempfänge, die jetzt natürlich überwiegen, sind dort alle aufgelistet. Ja, damit möchte ich mich natürlich auch schon bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind inshallah nächste Woche Sonntag wieder für Sie da, zur gleichen Zeit, am gleichen Ort. Wir würden uns freuen, wenn Sie wieder mit dabei sind. Jetzt im Anschluss folgt eine Ausgabe von Fokus der Muslima. Dort geht es um das Thema Integration gleich Assimilation. Das ist natürlich auch ein spannendes Thema. Bitte gerne dranbleiben. Und wir sehen uns inshallah, wenn Sie mögen, nächstes Jahr, sage ich schon, in der nächsten Woche, am nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, Assalamu alaikum, Friede sei mit Ihnen.